Und ciao. Ausweichen wäre auch ganz schick, die Idee, Bayonetta. Oder Seracer, oder wie du auch immer genannt werden möchtest jetzt. Linkes Auge kann ich dich auch nennen. Sind wir denn immer noch in der Vergangenheit, oder sind wir jetzt mittlerweile in der Gegenwart gelandet? Ich denke, wir werden noch in der Vergangenheit sein. Weil niemand hat uns zurückgeschickt. Ist das jetzt der richtige oder der falsche Weg? Es sollte eigentlich der falsche Weg sein. Aber hier war kein Hinweis darauf, dass es der falsche Weg sein könnte. Ach komm, lass mich jetzt. Ja, es war aber der falsche Weg. Dann sammeln wir den Kramer wieder. Oh Gott. Wie soll ich denn da hochkommen? Moment mal. What the fuck? Ja, so weit, so gut, aber... Wie komme ich denn da hoch? Kann ich jetzt irgendwie neu starten? What the fuck? Alter, ich komme da doch nicht mehr drauf. Okay, jetzt aber. Ist aber die Zeit nicht mehr weit genug. What the fuck? Sorry, aber das ist mir ein Stück zu heftig. Dann gehe ich lieber hier nochmal rein. Nach Musbildsheim. Oh oh. Lass mich raten. Weg vom Boden, besiege die Gegner ohne den Boden zu berühren. Okay, ich glaube, die Peitsche ist da echt eine gute Waffe für. Was? Der macht das kaputt? Ja, nee, ist klar. Ist schaffbar, bestimmt. Wie soll man denn das machen, wenn der die Säule kaputt macht? What the fuck? Wenn der die Säule kaputt macht, kann man doch nicht in der Luft bleiben. Nee, sorry, das geht nicht. Es sind zwei Aufgaben direkt nebeneinander, die ich beide nicht lösen kann. Alles bis hierhin voll easy. Also alle Nebenquests, alle relativ einfach, meistens sogar im First Try geschafft. Und dann kommen hier zwei hintereinander, die einfach mal 300 mal schwerer sind. Ist gut, Ladescreen. Muss jetzt nicht wieder 3,5 Stunden laden. Boah, ich hasse es. Zum Glück sind wir hier nicht so häufig gestorben, diesem Display wie bei Bayonetta 1.
Sonst hätten wir den Ladescreen wahrscheinlich noch 59 Mal öfter gesehen. Ich muss allgemein sagen, das Spiel kommt mir wesentlich leichter vor als Bayonetta 1, obwohl wir in beiden Schwierigkeiten, in beiden Spielen den Schwierigkeitsgrad normal gewählt haben. Schon wieder. Border. Ihn kannst du vernichten, er ist das Böse. Rosa! You saw the emblem on his forehead. He's the one you're really after. What? We need to get back to my town. We can open a portal from here. Bilden wir jetzt ein Team mit Border? Mundschein drehe ich dieses Deckenfenster und ich spüre, wie sich meine Kraft mehren. Oder meine Kräfte mehren. Genau die rechte Zeit, den Hexengang zu wagen. Border hält Rosa im Arm, der Schmerz erdrückt ihn. Hexengang? Achso, die Decke hochzugehen oder was? Ja, gut, das war klar. Das musst du mir nicht extra nochmal Tutorial-mäßig erklären. Please take care of Zeresa. Our dear sweet child will awaken to her potential. She will awaken to the eyes of the world. Rosa! Junge, mach hin. Ist ja nicht so, als wenn es nicht schon mal passiert wäre. Aber so ereignete es sich damals wohl. Jetzt wissen wir, wie Border von damals verschwunden ist. Kapitel 15, die Wahrheit. Und damit, ja, nähern wir uns jetzt vor dem Finale. Hexenwert vollbracht, Kapitel 13 und 15. 13 bis 15 abgeschlossen, bekommen eine Verskarte dafür. Kapitel 16, die unumschränkte Macht. Vorher gehen wir natürlich in den Shop und kaufen uns noch das Samus-Kostüm. Und rüsten uns auch fürs Finale aus. Hey, give me a minute. I'm playing this crazy game and I gotta sprinkle some magic powder on the ticket. Alright. What can I do for you? Rodins Schätze. Galaktische Kriegerin oder Kopfgeldjägerin ist gekauft und dann Items. Wir schnappen uns den grünen Megakräuterlutscher. Nur einen pro Kunde haben wir gemacht. Dann holen wir uns den Schuss. Nur einen pro Kunde haben wir gemacht. Von dem Herzen brauchen wir, glaube ich, noch was. Das heißt, das zu kaufen lohnt sich jetzt nicht. Außerdem hätten wir, glaube ich, eh nicht genug Geld dafür. Nö. Dann noch normale Lutscher. 3 pro Kunde. Gemacht.
Und damit bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, außer jetzt noch eine 15.000er Technik zu holen, falls es sowas noch gibt. Jawohl, Hexendrehung, Breakdance. Ja, holen wir uns mal kurz den Breakdance. So viele neue Techniken wie im ersten Teil konnten wir uns hier leider nicht kaufen, weil wir uns hier ja die Kostüme noch holen mussten. Die gab es ja im ersten Teil quasi mehr oder weniger kostenlos von Anfang an verfügbar, die Nintendo-Kostüme. Hier haben wir jetzt bis auf Daisy alle. Aber Daisy ist halt einfach nur Peach in einer anderen Farbe, kennen wir aus dem ersten Teil. Und so haben wir halt alle anderen Nintendo-Kostüme zumindest mal gesehen. Galaktische Kopfgeldjägerin. Samus. Na dann los. Wait, warum haben wir jetzt auch das Beach-Kostüm an? Ich hab doch Samus ausgewählt. Ach, leck mich. Ja, das war ein Peach. We're in my time. But there's not a moment to explain. We need to get to the Sacred Mountain now. What is upon the mountain? I don't know. But it's where the god who created the eyes of the world once lived. And now someone is after that power. The eyes. How can we reach that place? We are in Vigrid. Time to jump! Jump? That wasn't a request. Go! Have you lost your sanity? Sanity is a requirement for our power. And your kind are? The kind of witches you don't fuck with. I have to admit, I like you much better this way, Balder. You actually shut up and follow directions. Hmm. I do what I choose. Tell me, how do you know my name? Just the name I heard that witch, the one you called Rosa, call out to you. Anyway. This should get us to Fimbulwender at mock speed. I would not be so sure of that, witch. My, my. Angels and demons working together. I suppose if they can get along, we can as well. Hmm. Consider this a momentary truce. At least until the encroachers are punished. Well, that's one way of putting it. Here's mine. Time to tango. Oh Gott, warum schon wieder so eine komplizierte Steuerung? Ich finde das schon raus, wie das geht. Oh, das erinnert mich an den Ausschnitt im ersten Teil. Da hatte man auch so eine mehr oder weniger, ich nenne sie mal Shooter-Passage, kurz vor Ende. Kurz bevor man in diese Stadt mit dem riesigen Turm gelangt ist. Nur, dass das damals auch bei weitem nicht so geil aussah wie hier. Also man kann Bayonetta 2 eigentlich gar nicht Bayonetta 2 nennen. Es ist mehr oder weniger ein Bayonetta 1.5. Aber es sieht halt alles so viel geiler aus. Weil es einfach alles viel geiler inszeniert ist. Und es steuert sich alles auch noch viel, viel flüssiger als im ersten Teil. Das ist halt auch einfach viel, viel besser als Teil 1 finde. Wobei es an sich, was den Umfang betrifft, muss ich echt sagen, ist es so auf der Kippe. Also... es macht natürlich sehr viel Spaß, das ist klar, aber man hat halt sehr, sehr viele Bosskämpfe und sehr, sehr wenig normales Gameplay. Also wenn ich so die Spielzeit vom ersten und zum zweiten hier vergleiche, dann habe ich, glaube ich, für den ersten fast doppelt so lange gebraucht wie für den zweiten, als für den zweiten. Das ist schon ein bisschen schade. So, jetzt geht er drauf. Finde ich gut.
Und deswegen halt bei Netta 1.5, weil halt so viele Elemente aus dem ersten aufgegriffen werden. Nicht nur die Gegner, sondern halt auch die Bossgegner jetzt im letzten Mal und die ganzen einzelnen Passagen. Also eigentlich alles, was es im ersten Teil gab, kommt mindestens einmal im zweiten Teil vor. Und dann halt noch einige Zusatzsachen, wie Dämonen, gegen die man kämpft, mehrere Charaktere, mit denen man sich verbündet während der Story und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich mehr ein Bayonetta 1.5 als ein Bayonetta 2. Aber an sich kein Problem, denn Bayonetta 1 war cool. Deswegen beschwere ich mich nicht darüber, ob Bayonetta 2 ähnlich oder gleich ist. Die Bossgegner wollten uns jetzt noch auf den Hals schmeißen hier. Vor allem sind wir aber noch in Vers 1. Verdammt. Okay, Vers 1 haben wir immerhin noch geschafft. Gerade so. Aber leider kommt Vers 2 direkt hinterher, ohne dass man Leben dazu bekommt. Ich denke mal, der Tod ist jetzt schon vorprogrammiert. Oh ne, jetzt werden wir wahrscheinlich hier auch schon... Och nö, das ist doch scheiße. Jetzt werden wir hier schon wieder die Spritze für opfern müssen. Obwohl ich die eigentlich lieber für den Endboss-Fight aufgehoben hätte. Jetzt müssen wir die schon im Vorgeplänkel opfern, das ist ja kacke. Okay, Vers 1 waren Engel, Vers 2 sind Dämonen, wahrscheinlich sind dann Vers 3 Engel und Dämonen. Warum die auch immer zusammenkämpfen, ich hab's noch nicht ganz kapiert. Ich meine, klar, dieser Typ will die Augen aus irgendeinem Grund wieder zurück. Und der Böse hat damals unsere Mutter gekillt. Der Gute ist in die Zukunft entkommen und hat uns jetzt hier geholfen, hat dabei aber leider sein Gedächtnis verloren gehabt. Konnte sich jetzt erst wieder erinnern. Das heißt, der Böse ist natürlich gealtert und ist der Typ, gegen den wir hier bereits gekämpft haben, der Boda auf seine Seite gezogen hatte. Aber was interessiert das die Engel und Dämonen? Ja, dann nutzt doch die Spritze jetzt. Ach komm, ja, doch, scheiß drauf. Ist ja auch mehr oder weniger ein Bossgegner hier. Was denn wohl mit Auge Nummer 1? Oh, Bowser. Hi. Das habe ich jetzt erst erkannt, dass das Bowser-Sende sind, die wieder draufschmeißen. Und jetzt geht drauf, komm. Na also. Vers 2 auch geschafft. Oh nee. Oh nee. Vers 2 doch noch nicht geschafft. Jetzt aber. Mann ey. Piggyback ride is killing my back. Why
can't you be an adorable little Cerecita that weighs like 10 pounds? Well, at least your little good luck charm got me where I needed to go, right? We're here, kid. Right on the front door of that temple you were so damn determined to get to. Not sure if they're gonna roll out the red carpet for us. One mate, you should be looking for your better half. You've got your memories back. Convenient. But you're certainly not looking like my better half. The only thing you have to offer me is your sovereign power. Then you will be truly worthless. Na super. Der heilige Berg Fimbulwenter. Das ist vielleicht die letzte Muspel-Time. Wir schauen uns das nochmal an. Wird sie wahrscheinlich eh nicht mehr viel bringen, weil wir, glaube ich, noch zwei Mundperlenhälften bräuchten und noch drei oder so von den Hexenherzen. Also sitzen wir hier gewinnen sollten. Bringt das eigentlich nicht viel, deswegen schauen wir uns das nochmal kurz an. Wenn es zu schwer ist, dann gehen wir wieder. Kassiere keinen Treffer. Ich gehe dann gleich mal wieder. Okay, einmal probieren wir es noch. Die Frage ist, spawnt danach noch wer? Und ich bin mir relativ sicher, dass danach noch wer spawnt. Besiege den Gegner ohne einen einzigen Gegentreffer? Vielleicht doch nicht.